So einen, man hört mich schon, ist toll. Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Für alle, die mich vielleicht nicht kennen, ich habe bisher erst einmal hier gepredigt. Ich bin Madeleine oder auch einfach Maddie. Ich bin 22 Jahre alt und ich studiere Dualtheologie. Das heißt, der CVM hier, die Gemeinde hier, das ist meine Praxisstelle. Und ich bin da vor allem aktiv in der Mädelsjugend. Also ich habe eine Mädelsjugendgruppe und Be Real. Das sind viele von denen, die hier vorne sitzen. Genau. Und heute geht es um das Thema echte Freunde. Wir wollen schauen, was sind echte Freunde, woran erkenne ich echte Freunde und was macht eine echte göttliche Freundschaft aus. Ich werde heute nicht darauf zu sprechen kommen, warum Freundschaft überhaupt wichtig ist, weil, also wenn ihr dazu eine Frage habt, dürft ihr gerne hinterher kommen. Ich setze das jetzt einfach mal voraus. Gott möchte, dass wir Freunde haben. Und bevor wir reinstarten, dürft ihr jetzt erstmal selber aktiv werden. Ihr habt am Anfang Stift und Zettel bekommen, hoffe ich. Wenn nicht, dann holt euch gerne noch was an der Ansprechbar. Und ich gebe euch jetzt einfach mal kurz Zeit, um diese Frage zu beantworten. Das heißt, wer oder was ist für dich ein echter Freund? Was sind für dich Eigenschaften? Was gehört in eine Freundschaft? Was gehört vielleicht auch nicht in eine Freundschaft? Nehmt euch kurz Zeit, schreibt ein paar Dinge auf. Okay, ihr dürft alle gerne noch weiterschreiben, aber ich mache schon mal weiter. Ihr habt jetzt alle ein Bild, eine Vorstellung in eurem Kopf, was ein Freund ist, was eine Freundschaft für euch ausmacht. Und ihr dürft die Liste, wie gesagt, gerne noch ergänzen. Am Ende brauchen wir die auch nochmal. Das heißt, knüllt sie noch nicht zusammen, sondern behaltet sie noch. Ihr braucht sie am Ende nochmal. Und wenn wir heute darüber nachdenken, was echte Freundschaft ist, dann wollen wir uns mit zwei Wörtern bzw. zwei Punkten beschäftigen. Ihr habt wahrscheinlich alle mehr aufgeschrieben, das ist auch gut so, aber ich lege den Fokus heute auf zwei Sachen. Und das erste ist Wahrheit ohne Liebe und das zweite ist Liebe ohne Wahrheit. Mehr dazu dann gleich. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, holt sie gerne raus. Ich ermutige euch, habt eure Bibeln dabei im Gottesdienst, dann könnt ihr da was markieren, was anstreichen. Genau, wir werden heute mehrere Stellen lesen, nicht eine Hauptstelle. Von daher holt sie gerne raus. Seid ihr bereit? Seid ihr wach? Alle am Sonntagmorgen? Okay, gut. Damit wir erkennen, wie gefährlich eine Freundschaft ist, die nur Liebe hat, aber keine Wahrheit oder umgekehrt, müssen wir ja erstmal verstehen, was bedeutet Wahrheit und was bedeutet Liebe. Und wir schauen uns zuerst mal die Wahrheit an. Was ist Wahrheit? Und wenn wir in die Bibel gucken, hat Wahrheit ganz viele Facetten und je nach Kontext auch ein bisschen eine unterschiedliche Bedeutung. Es gibt Stellen, in denen wird die Wahrheit gleichgesetzt mit dem Wort Gottes, also mit der Bibel. Es gibt Stellen, da wird Gott als der Gott der Wahrheit beschrieben. Und es gibt natürlich die ganz berühmte Stelle in Johannes 14, Vers 6, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Im Kontext von, ich sage jetzt mal, Freundschaft und zwischenmenschlichen Beziehungen finden wir aber dazu noch mehr. Weil gerade im Alten, aber auch im Neuen Testament gehören da auch Eigenschaften dazu, zum Beispiel Zuverlässigkeit, Treue, Beständigkeit. Das heißt, ihr merkt, Wahrheit hat viele Facetten. Wenn wir heute über Wahrheit sprechen, dann wollen wir an Wahrheit, an Wahrhaftigkeit in unserer Kommunikation in unserem Miteinander denken. Das heißt, wir denken an Aufrichtigkeit, an Ehrlichkeit, an Klarheit. Kommen wir zu unserem zweiten Wort.
Das zweite zentrale Wort ist Liebe. Und dafür hat die Bibel eine richtig gute Definition, da will ich gar nicht viel drum herum reden, deswegen lesen wir die einfach kurz. Ihr dürft 1. Korinther 13 aufschlagen. Das sind die Verse 4 bis 8. Für alle, die keine Bibel dabei haben, ich habe es auch auf der Folie. Da heißt es: Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach, sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Okay, lassen wir das mal kurz einwirken auf uns. In der Zeit von Jesus und auch Paulus gab es mindestens 3 verschiedene griechische Wörter für Liebe. 2 davon, das sind Eros und Philia, die wurden meist in einem emotionalen oder in einem sexuellen Kontext verwendet. Und das Wort, was Paulus hier verwendet, ist Agape. Das wurde nur ganz selten verwendet. Deswegen benutzt Paulus es auch, um die Liebe hier zu beschreiben, weil er sich von der weltlichen Vorstellung, von dem, was die Welt damals geglaubt hat, abgrenzen möchte. Er sagt, nee, das ist nicht diese Liebe und es ist auch nicht die Eros-Liebe und nicht die Philia-Liebe, es ist die Agape-Liebe. Und damit grenzt er sich klar ab von der damaligen Vorstellung. Und was total spannend ist, Agape steht auch in Johannes 3, Vers 16, ich glaube, das ist der bekannteste Vers der Bibel, wo es heißt, denn also hat Gott die Welt geliebt, damit er seinen einzigen Sohn gab, damit die Welt nicht verloren geht. Das heißt, hier wird es auch für die Liebe Gottes verwendet. Und jetzt kommt was Spannendes. Jesus verwendet es auch in Johannes 13, Vers 34, wo er sagt, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Das heißt, mit der gleichen Liebe, mit der Gott uns liebt, wie es in Johannes 3, Vers 16 und auch in der zweiten Stelle heißt, sollen wir einander lieben. Und ich will hier kurz was klarstellen. Die Liebe, von der ich heute spreche, das ist keine Gefühlsduselei, sondern das ist eine aktive Entscheidung. Ich entscheide mich dazu, dich zu lieben. Ich entscheide mich dazu, deinen und nicht meinen Vorteil zu suchen, wenn wir nochmal auf die Korintherstelle schauen. Ich entscheide mich dazu, geduldig mit dir zu sein. Und es ist nicht immer einfach, deswegen ist es auch eine Entscheidung. Deswegen braucht es diese Entscheidung. Das heißt, es ist nicht einfach nur romantisch, sondern Liebe bedeutet das, was in 1. Korinther 13 steht. Und wenn wir heute über Liebe sprechen in diesem Gottesdienst, dann denken wir daran, dass sie bedingungslos ist, dann denken wir daran, dass sie freundlich ist, dass sie geduldig ist, dass sie sich nicht um sich selbst dreht, dass sie den anderen im Blick hat. Die Agape-Liebe ist die selbstlose, aufopfernde, bedingungslose Liebe. Okay. Jetzt wissen wir, wie wir Wahrheit und wie wir Liebe heute definieren in diesem Gottesdienst, wie wir es im Kontext von Freundschaft verstehen. Und jetzt können wir überlegen, was passiert, wenn ich nur das eine oder nur das andere in der Freundschaft habe. Zuerst Liebe ohne Wahrheit. Wie sieht eine Freundschaft aus, die ganz viel Liebe hat? Es ist total schön, oder? Es ist so alles happy-clappy und jeder hat sich lieb, es gibt gar keine Probleme und alles ist toll und harmonisch und es wird auch eigentlich immer gelobt, auch wenn es vielleicht nicht gut war, aber es ist ja alles toll und der An würde jetzt sagen, es ist so arg schön. Ja. Aber ich will euch an einem Beispiel zeigen und jetzt dürfen mal meine fleißigen Helfer kurz hochkommen, wie eine Freundschaft wirklich ist, in der es nur Liebe gibt, aber keine Wahrheit. Super. Jetzt kann man da vorne hin. Okay, ich bereite mich schon mal vor. Wir wollen ja auch sicher sein, deswegen. Okay, also. Wir haben hier, jetzt muss ich die erstmal enthuddeln, wir haben hier eine Schleifmaschine.
Warum eine Schleifmaschine? In Sprüche 27, Vers 17 steht, Eisen schleift man mit Eisen und ein Mann schleift der Umgang mit seinem Freund. Das heißt, ich habe jetzt Holz, nicht Eisen. Aber das Bild ist, glaube ich, wird trotzdem deutlich. Wenn aber immer alles so arg schön ist, also ich gucke mir das jetzt mal so an, ja, das sind schon ein paar Splitter, aber das meiste ist ja eigentlich schön, dann muss ich ja gar nichts schleifen. Also ich sehe schon, da ist so ein Splitter irgendwie, aber das ist ja jetzt auch unangenehm, wenn ich den jetzt wegmachen würde. Deswegen, ich brauche das hier eigentlich gar nicht. Ich stelle es mal wieder weg. Ich pflege das nur, also mir wurde gesagt, man muss Holz auch pflegen, ja, irgendwie mit, es gibt so bestimmte Öle oder so, das habe ich jetzt nicht, weil dann sind meine Hände ganz fettig. Genau, aber wenn ich immer noch eine Schicht und noch eine Schicht und noch eine Schicht drüber mache, dann ist es ja schön, weil dann glänzt es vielleicht irgendwie auch noch so ein bisschen von dem Material, was ich dran geschmiert habe. Das Problem ist, also die Splitter sind jetzt halt immer noch da. Und das heißt, wenn es bei meinem Freund gar nichts zu schleifen gibt, wenn es mir unangenehm ist, die Dinge anzusprechen, dann schleife ich ihn auch nicht. Umgekehrt könnte ich auch sagen, also bei mir ist ja alles gut, da muss man nichts schleifen. Deswegen, also das brauche ich nicht. Wie gesagt, das Problem ist aber, wenn ich nicht ab und an mal schleife, dann bleiben die Splitter trotzdem bei mir und bei meinen Freunden. Und Splitter können wehtun, wenn wir die nicht wegschleifen. Und das ist eine oberflächliche Freundschaft. Und Gesellschaft lebt Liebe und Freundschaft heute leider oft genauso. Die sagen so, ich liebe dich, wie du bist, du kannst machen, was du willst, weil ich will ja nicht dir irgendwas sagen und dann bist du offended, also angegriffen. Mach, was du möchtest. Aber Leute, sind wir mal ehrlich, das ist doch keine Liebe, oder? Also, wir reden ja in dem Kontext von Freundschaft, ne? Wenn ich Menschen sehe, die mir wichtig sind, von denen ich behaupte, dass sie meine Freunde sind, dass ich sie liebe, dann klatsche ich doch keinen Beifall, wenn sie ihr Leben zugrunde richten, wenn sie eine schlechte Entscheidung nach der anderen treffen, wenn sie schlechte Eigenschaften und Haltungen etabliert oder kultiviert haben, wenn sie sich immer weiter auch von Gott entfernen. Dann stehe ich doch nicht daneben und sage, ja, alles super, da ist kein Splitter. Und der Grund, warum wir es ihnen nicht sagen, ist, glaube ich, oft Angst und Menschenfurcht. Weil ich will ja nicht, dass die Person sich dann angegriffen fühlt. Was denkt die dann von mir? Mag die mich überhaupt noch? Aber in 1. Korinther 13, Vers 5 hat Paulus geschrieben, Liebe sucht nicht den eigenen Vorteil, sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit, aber sie freut sich an der Wahrheit. Und echte Liebe sucht immer das Beste für den anderen, nicht für mich. Und manchmal bedeutet es dann, dass ich unbequeme Wahrheiten aussprechen muss, dass ich Dinge in Klarheit sagen muss. Und jetzt frag dich mal ganz kurz, wenn du Dinge nicht sagst deinen Freunden, warum sagst du es ihnen nicht? Bei mir ist es halt eben doch eigentlich immer zu meinem eigenen Vorteil, weil ich Angst habe, weil ich Menschenfurcht habe, weil ich die Freundschaft nicht aufs Spiel setzen möchte, weil ich da bleiben will, wo es bequem ist. Ich behaupte sogar, wenn du in einer Freundschaft keine Wahrheit hast, hast du letztendlich auch keine Liebe. Weil in 1. Korinther 13, Vers 5 verbindet Paulus das miteinander. Und es ist keine Liebe, wenn ich immer nur das sage, was mein Freund hören will, was er sowieso schon weiß. Und letztendlich hast du dann also weder Wahrheit noch Liebe. Weil Liebe ohne Wahrheit ist keine Liebe. Liebe ist, wenn mein Freund mir so wichtig ist, dass ich ihm trotzdem sage, du bist auf dem falschen Weg. Du hast da eine schlechte Haltung zu diesem Punkt, aber der Heilige Geist kann das verändern. Das ist Liebe. Das ist Liebe, wenn ich nicht nichts sage, nur um die Freundschaft zu erhalten. Und damit drückst du eigentlich aus, ich liebe dich so sehr, dass ich dir das sage. Dass ich dir das sage. Nicht, weil ich dich nicht ärgern, nicht, weil ich dich ärgern will, nicht, weil ich dich nicht mag, nicht, weil es mir Spaß macht, sondern
weil ich dich liebe. Weil es mir wichtiger ist, dass ich dich auf das aufmerksam mache. Dass du näher an Gott kommst. Dass du nach seinem Willen lebst. Und das ist mir wichtiger, als dass ich da bleibe, wo es bequem ist. Und deswegen habe ich vorhin auch gesagt, Liebe ist eine aktive Entscheidung, weil das braucht eine aktive Entscheidung. Das mache ich nicht einfach so. Okay, was passiert, wenn es umgekehrt ist? Also wenn ich Wahrheit habe ohne Liebe. Wie sieht es dann aus? Vielleicht so. Da ist so eine Person, die ist sehr direkt, sehr klar, die kann das immer richtig gut, die hat gar kein Problem damit, Klarheit und Wahrheit zu sagen. Das kommt einfach so aus ihr raus. Ich hatte schon so ein, zwei Personen im Kopf, vielleicht ja auch. Und manche denken jetzt vielleicht auch, ich bin diese Person. Also ich kann gut die Wahrheit sagen, ich kann die auch voll gut, also ich kann, bei mir kriegst du es immer klar, bei mir weißt du immer, woran du bist. Ich stelle eine kleine Frage. Kommt da ein bisschen Stolz mit hoch? Ich unterstelle euch das nicht, ich will nur, dass ihr das mal prüft. Weil meine Beobachtung ist, dass gerade im christlichen Kontext wir uns auch echt schwer damit tun, den Menschen zu sagen, hey, da solltest du mal ehrlich hingucken. Wie gesagt, manche denken jetzt, ich kann das. Das ist sehr gut, wenn du die Wahrheit sagen kannst, wenn du ein Mensch der klaren Worte bist, sehr gut, wirklich, wir brauchen das. Das will ich überhaupt nicht sagen. Aber wenn es lieblos und hart ist, dann verfehlst du das Ziel komplett. Weil wenn wir immer nur sehen, was nicht gut ist, was man noch verbessern kann, wenn ich hier jeden einzelnen Splitter sehe, dann fühlst du dich als Gegenüber nicht gewertschätzt, du fühlst dich nicht geliebt, kritisiert. Und Jesus Ziel war und ist, und ist für immer Liebe. Was ist die Wahrheit ohne Liebe in dem Bild von der Schleifmaschine? Jetzt ziehe ich mal meinen Schutz wieder auf. Also ich habe jetzt hier mein Material und oh, da sind aber viele Splitter. Also die müssen alle weg. Nee, da ist noch ein ganz kleiner, aber der muss trotzdem weg. Ja, naja, die anderen mache ich dann gleich. Das heißt, ich sehe jeden einzelnen Splitter, der muss sofort geschliffen werden. Und das Ding ist, was würde passieren, wenn ich jetzt weiter schleife, ohne auch mal ein bisschen das zu pflegen? Was würde dann passieren? Es würde zwar eine Weile dauern, aber irgendwann ist davon gar nichts mehr übrig. Guck mal kurz zu meinem Papa, habe ich das so richtig fachmännisch erklärt? Das heißt, es braucht die Pflege, es braucht auch diese Pflege, das Öl, dass ich das Material, dass ich da nicht nur hart damit umgehe. Und das zeigt uns, Wahrheit ohne Liebe führt zu einer Härte. Es ist verletzend, es stellt bloß, es macht Beziehungen einfach kaputt. Und in dem Fall hilft die Wahrheit nicht oder also da schadet sie mehr, als dass sie uns hilft, diese Klarheit. Und das ist eine Freundschaft, die zerstört, wenn ich immer nur schleife und sage, da musst du hingucken und da und da und da und da und da, das ist nicht gut. Irgendwann bleibt nichts mehr von der Freundschaft. Und die Bibel, die betont es auch, kurz vor dieser ersten Korintherstelle, die wir eben gelesen haben, die drei Verse davor, sagt sie, wenn ich, und dann setzt sie viele Dinge ein, das sind mehrere Verse, also ich setze mal dies und das. Wenn ich das habe, aber keine Liebe, nützt es gar nichts. Und kurz gesagt könnte man einfach sagen, ohne Liebe ist alles nichts. Wenn wir unsere Freunde auf etwas hinweisen, was ja unser Auftrag ist, dann, weil wir sie lieben und weil wir wollen, dass sie Jesus ähnlicher werden, nicht um auf den Putz zu hauen und nicht um uns über sie zu erheben, sondern weil wir sie lieben, weil wir wollen, dass sie Jesus ähnlicher werden. Und dann kommen wir zu einer Balance von Liebe und Wahrheit. Weil wir merken dann, Liebe und Wahrheit widersprechen sich gar nicht, die gehören zusammen. Weil Liebe ohne Wahrheit ist oberflächlich und unehrlich und Wahrheit ohne Liebe ist hart und verletzend. Wenn wir das aber miteinander verbinden, dann kann eine tiefe Freundschaft entstehen und es braucht beides. Es braucht die Liebe und es braucht die Wahrheit. Und Jesus hat uns das perfekt vorgelebt.
Und unser Ziel als Nachfolger, als Jünger, ist, ihm ähnlicher zu werden, oder? Oder? Ja. Und was er tut, ist eigentlich so simpel. Weil Jesus sagt immer die Wahrheit und die Klarheit, weil er sein Gegenüber aus tiefstem Herzen liebt. Und weil er sein Gegenüber aus tiefstem Herzen liebt, sagt er die Wahrheit in Klarheit und zeigt die Splitter auf. Er hat es gelebt, er hat es gepflegt und er hat nicht alles in Watte gepackt. Das sehen wir im Umgang mit seinen Jüngern, mit den Menschen, denen er begegnet ist. Wenn wir jetzt mal kurz an Petrus denken. Ja, bei Petrus hat er gesagt, weiche hinter mich, Satan. Und was kümmerst du dich um das, was ich Johannes sagen möchte? Kümmer du dich doch um dich. Und ich kümmere mich dann um Johannes. Er geht dich gar nichts an. Und gleichzeitig sagt er aber auch, auf dir möchte ich meine Gemeinde bauen. Das heißt, er hat das Gute gelobt. Er hat die Splitter und die Wahrheit konfrontiert in Klarheit ohne Lieblosigkeit. Und er hat schlechte Gewohnheiten und falsches Verhalten gegenüber Gott nicht einfach akzeptiert. Er schleift an den richtigen Stellen, zu der richtigen Zeit, mit dem richtigen Schleifpapier. Und in der Darstellung von der Schleifmaschine bedeutet es dann, also er schleift ein bisschen. Und dann pflegt er wieder ein bisschen. Und dann wiederholt er das. Und er macht es immer und immer wieder. Und dieser Vers aus Epheser 4, Vers 15, der bringt es eigentlich perfekt auf den Punkt. Weil er sagt, lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Und bevor ich zum Ende komme, möchte ich noch eine persönliche, ziemlich aktuelle Story aus meinem Leben erzählen als Ermutigung. Bevor ich das mache, muss ich mir kurz die Nase putzen. Behaupte von mir, ich habe wirklich die besten Freundinnen und manche von denen sind auch heute hier, die sitzen da vorne, überall verteilt. Und ich habe eine sehr langjährige Freundin, bei der ich schon länger was ansprechen wollte. Und ich war mega zwiegespalten, weil ich wollte ja einfach meine Wahrnehmung in manchen Dingen sagen, wie ich sie in manchen Lebensfragen, in manchen Bereichen wahrnehme. Und also wenn ich jetzt sage länger, meine ich mehrere Monate. Und ich hatte auch das Gefühl, dass wir uns voneinander entfernt haben. Aber ich habe es ewig vor mir hergeschoben. Und ich habe gemerkt, Gott hat da schon viel an meinem Herz gemacht in den vergangenen Monaten, aber getraut habe ich mich trotzdem nie. Und dann habe ich mich an diese Predigt gesetzt und viel gelernt. Gott hat viel gesprochen und dann kam ich zu dem Punkt, dann wusste ich, ich will diese zwei Punkte bringen, Liebe ohne Wahrheit und Wahrheit ohne Liebe. Und bei dem Punkt Liebe ohne Wahrheit habe ich gemerkt, wie der Heilige Geist mich überführt hat, wie er mich daran erinnert hat. Und dann wusste ich so, okay, ich muss das ansprechen. Ich will eigentlich nicht, aber ich weiß, ich muss es. Und warum? Weil das Wichtigste ist, dass sie näher an Gott herankommt, sie lebt mit Jesus, dass sie näher an Jesus herankommt, dass sie in seinem Willen lebt. Und ich will nicht in 5 oder 10 Jahren da sitzen und denken, warum habe ich damals nichts gesagt? Oder umgekehrt, dass sie in ein paar Jahren zu mir kommt und sagt, Maddie, warum hast du nichts gesagt? Und wir waren dann verabredet, ich habe vorher gebetet und habe gesagt, Gott, bitte schenk mir eine Möglichkeit, gib mir die Kraft, hilf mir, das auch in Liebe zu formulieren, dass es nicht hart rüberkommt. Gib mir eine Möglichkeit, dass ich mit ihr mein Herz für sie teilen kann. Und Gott hat eine Möglichkeit gegeben. Das Gespräch war so, so gut. Wir konnten über so vieles reden. Es war eine Offenheit da. Und sie war mega dankbar, dass sie es angesprochen hat, weil sie meinte, Maddie, ich hätte es nicht gemacht, ich hätte es mich nicht getraut. Ich dachte mir so, gut, dann sind wir schon zu zweit gewesen. Aber am Ende war es einfach so gut. Wir haben geweint, wir haben für unsere Freundschaft gebetet. Und jetzt ist es anders. Und es haben mir auch Leute wiedergespiegelt, die uns zusammen irgendwo erleben, die gesagt haben,
was ist passiert zwischen euch? Und dann habe ich gesagt, so sind wir normalerweise. Und jetzt ist eine neue Tiefe da in dieser Freundschaft, eine neue Liebe in meinem Herzen für diese Freundin. Und warum erzähle ich das? Einfach damit ihr merkt, ich tue mich auch nicht leicht damit. Also ich predige in erster Linie auch immer erstmal zu mir selber. Das ist mega schwierig, aber Jesus hat uns aufgetragen, Menschen zu lieben. Und manchmal sieht es so aus, auch wenn es unbequem ist. Und ich hoffe, dass etwas von dem, was ich gesagt habe, das für dich war, ein Punkt mehr als der andere, das ist auch in Ordnung so. Und bevor ich jetzt gleich unterschiedliche Möglichkeiten, heute einen Schritt zu machen, dann kannst du den Heiligen Geist fragen, was möchtest du gerade, was möchtest du in meinem Leben verändern, was ist für mich dran? Und bevor ich dazu komme, holt mal nochmal alle euren Zettel vom Anfang. Und liest dir die Punkte nochmal durch, die du aufgeschrieben hast. Vielleicht möchtest du was ergänzen oder wegstreichen, ich weiß es nicht. Und jetzt eine Frage, die Punkte, die auf diesem Zettel stehen, treffen die auf dich zu? In deinen Freundschaften. Bist du dieser Freund, den du dir wünschst? Bist du für deine Freunde dieser Freund, diese Freundin, was du von ihnen erwartest auch? Und wenn ja, richtig gut. Wenn nein, fang jetzt nicht an, dich schlecht zu reden, darum geht es überhaupt nicht. Der ein oder andere denkt jetzt, oh, aber meine Freunde, die sind auch nicht so. Ja, das kann ja sein, aber also wir sind alle erwachsen. Wir sind nicht im Kindergarten so, wir zeigen nicht, der hat aber angefangen und der hat angefangen. Nein, dann fang du an, deine Freundschaften anders zu leben. Fang du an, eine göttliche Perspektive reinzubringen. Trau dich, Dinge anders zu machen. Auch wenn ihr schon 10 Jahre befreundet seid, dann trau dich auch mal was neu zu gestalten in der Freundschaft. Warum nicht? Und frag dich, wie kann ich dieser Person in unserer Freundschaft dienen? Oder du nutzt die Chance und setzt dich mal mit deinem Freund zusammen und sagst, wie können wir Gott in unserer Freundschaft dienen und wie kann ich dir dienen? Was brauchst du von mir als Freund? Und dann geht es nicht darum, dass er jetzt die Wäsche für dich macht und für dich kocht und so weiter und so fort. Ich meine, es kann natürlich auch kommen, was immer die Person braucht, aber es sollte auf die Kriterien von 1. Korinther 13 zutreffen. Und jetzt komme ich zu den 3 Schritten. Kannst du schon hochkommen, ein bisschen was spielen für uns? Dankeschön. Für manche ist das ganz neu. Dann frag dich, will ich das? Erlaube ich meinen Freunden, dass sie mir in mein Leben sprechen dürfen? Wer darf mich schleifen und wen schleife ich? Und du darfst auch für göttliche Freundschaften beten. Wenn du merkst, ich hätte so gerne so einen richtigen Herzensfreund, dann darfst du dafür auch beten. Und einfach noch als kleine Achtung aufgepasst, pass auch ein bisschen auf, wem du das Recht dazu gibst, das zu tun in Freundschaften, weil das sollen Menschen sein, die danach streben, dich zu lieben mit der 1. Korinther 13 Liebe. Das sollen Menschen sein, die dich näher an Gott heranbringen und nicht mehr in die Gesellschaft hineinziehen und in die Welt hineinziehen. Schritt 2. Vielleicht merkst du jetzt, du hast ganz viel Liebe für deine Freunde, aber du merkst, die Wahrheit und die Klarheit und die Splitter aufzuzeigen, das ist richtig schwierig. Dann frag doch Gott jetzt einfach mal, warum das so ist. Und wenn es Angst ist, wenn es Menschenfurcht ist, dann kannst du ein ganz einfaches Gebet sprechen. Kannst du einfach beten, Jesus, ich möchte von dir lernen. Zeig mir, wie ich meinem Freund, meiner Freundin solche Sachen immer noch liebevoll, das ist ganz wichtig, immer noch liebevoll, aber vor allem auch in Klarheit sagen kann. Und zeig mir, wie du es tun würdest, weil ich will von dir lernen. Vielleicht möchte Jesus dich heute von Menschenfurcht befreien.
Dritter Punkt für dich ist Wahrheit und Klarheit. Gar kein Problem, aber das immer in Liebe zu übermitteln, das ist schwierig. Das Beste für die andere Person zu wollen, das ist schwierig. Und wenn du Menschen mit Härte und Lieblosigkeit verletzt hast, dann hast du heute die Möglichkeit für einen Neustart, so wie an jedem anderen Tag auch. Aber warte nicht, sondern mach's jetzt, wenn du merkst, dass es dran ist. Dann darfst du Gott um Vergebung bitten. Das muss nicht mega ein ausuferndes Gebet sein. Und du darfst dir auch sicher sein, dass er dir vergibt. Und eventuell, wenn der Heilige Geist es dir aufzeigt, ist es auch dran, bei der Person um Vergebung zu bitten und sagen, hey, wenn ich dich da verletzt habe, das tut mir leid. Und auch diese Menschen können ein ganz einfaches Gebet sprechen, können sagen, Jesus, ich möchte auch von dir lernen und lehre mich, wie ich die Dinge, die ich sehe, immer noch in Klarheit, weil das ist wichtig, immer noch in Klarheit, aber auch in aller Liebe sagen darf. Zeig mir, wie du es tun würdest, weil ich will von dir lernen. Und es gibt heute, wie auch sonst immer, die Möglichkeit, auch das Gebetsangebot zu nutzen. Vielleicht auch die Menschen, die um dich herum sind, die können auch für dich beten. Die sind alle dazu befähigt zu beten. Und manchmal hilft es, wenn wir die Dinge laut aussprechen, die wir festmachen. Frag den Heiligen Geist einfach, was jetzt für dich dran ist. Wenn es nichts von dem ist, was ich hier aufgeschrieben habe, ist es auch völlig okay. Vielleicht möchte er, dass du dieser einen Person eine Nachricht schreibst. Dann sei gehorsam und tu's. Aber sei mutig, heute einen Schritt zu gehen und es festzumachen.